Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. In der Zwischenzeit haben wir schon mehrere Aktien gekauft über die letzten Wochen und wir wollen sicher sein, dass wir auch diversifiziert sind. Diversifikation tönt wahnsinnig kompliziert. Wenn man aber langfristig denkt, also über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar 20, 30 Jahre, dann ist Diversifikation viel einfacher. Denn man muss nur sicherstellen, dass man in den Regionen gleich verteilt vertreten ist und in den Branchen auch etwa gleich verteilt vertreten ist. Wenn Sie also in Europa investieren, dann brauchen Sie Aktien in der Schweiz, in Deutschland, in England, in Frankreich, Spanien, Italien und in den nordischen Ländern. Wenn Sie nur in der Schweiz investiert sein wollen, dann nur in der Schweiz, selbstverständlich. Wir müssen aber auch diversifiziert sein im Hinblick auf Branchen. Wir wollen nicht in einer Branche sein, die in eine Richtung geht, die uns benachteiligt. Natürlich wäre es schön, wenn man in einer Branche ist, der es sehr gut gehen wird in Zukunft. Leider wissen wir das aber nicht. Aus diesem Grund habe ich mein Portfolio angeschaut. Und Sie sehen es hier vor sich, vor Ihnen auf der Kamera, blende ich das jetzt ein. Wir sehen hier mein Konto. Ich habe damals 50.000 Franken investiert, begonnen mit 50.000 Franken. Davon sind jetzt 49.787 Franken noch in diesem Konto drin. In der letzten Zeit war der Markt ja relativ volatil. Man hat also auch verlieren können. Und was ich hier vor mir sehe, sind die Aktien, die wir gekauft haben. Wir haben ABB gekauft, BMW, Metro, Novartis, Peugeot, Smith & Nephew und Valora. Also habe ich, wenn ich das jetzt anschaue, einige deutsche Aktien, einige Schweizer Aktien, eine englische Aktie und eine französische Aktie. Sieht gar nicht so schlecht aus. Mir fällt aber auf, dass ich zum Beispiel zwei Automobilhersteller habe. Ich möchte also nicht mehr in Automobilhersteller investieren, sodass wir auch noch andere Branchen berücksichtigt haben. Ich habe mir die neuesten Top 10 angeschaut. Es ist Deutschland. Als Schweizer ist Deutschland für mich wichtig. Ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass Deutschland noch zu stark gewichtet ist in meinem Portfolio und schaue mir die Aktien an. Das habe ich gemacht. Ich habe für K&S ein Düngemittelunternehmen geschaut, was es da für News gibt. Leider nicht so überzeugend. Sie haben einen Gerichtsfall, habe mich nicht so überzeugt. Ich habe dann E.ON angeschaut, denn Automobilaktien haben wir schon genug. E.ON hat das Problem mit dem Atomausstieg. Erachte ich nicht als besonders problematisch, aber ich habe ja schon in meinem ersten Portfolio RWE drin, muss also nicht unbedingt sein, vor allem dann nicht, wenn ich eine Aktie wie BASF sehe, ein großes Chemiekonglomerat, das mit einem Value Rating von 83 doch sehr interessant ist. Ich habe mir also BMW genau angeschaut, nicht hier, sondern hier. Das ist auf unserer Webseite die BMW-Aktie. Sie hat einen guten Value-Rang, alles sieht dort relativ grün aus, leider wächst sie nicht besonders, aber sie ist auch sehr sicher finanziert. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, geschaut, was wird dazu erzählt, zu BASF-Aktien kaufen. BASF überlegt sich auch mitzubieten bei dem Monsanto, vermutlich Syngenta-Deal. Interessiert mich nicht groß. Ich sehe hier in der Mitte, Deutsche Bank sagt, Mai, 4. Mai, kaufen Sie BASF. Finde ich super. Die wollen das. Das wird natürlich auch wieder kritisiert. Aber wenn eine Deutsche Bank sagt, kaufen Sie BASF, wenn mir BASF im Portfolio fehlt, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, kein Problem, ich gehe auf mein Dashboard. Ich schaue mir das BASF an. Ich glaube allerdings, ich muss hier noch schauen, dass ich das richtige Interface habe. Den Titel interessiert mich nämlich BASF. Löscht mir das hier oben. Suchen wir nach BASF. Das ist der Prozess, Aktien zu finden im Portfolio. Relativ einfach, ganz klar. Leider sucht hier das Internetbanking immer sehr lang. Es ist auch sehr schwierig zu finden, welche Aktie, wo ist jetzt die Aktie? Sie ist hier unten unter Aktien eingeführt. Sie kostet 67 Euro. Machen wir rund 80 Schweizer Franken, würde ich jetzt sagen. Teilen wir also die 5.000.
geteilt durch 80 Schweizer Franken, was ich brauche, komme auf rund 60 Aktien. So finde ich jeweils heraus, wie viel ich kaufen möchte. Ich kaufe 60 Aktien von BASF at market, sage buy. Gibt mir eine Warnung, ist aber nicht wichtig. Und das wär's. Ich gehe zum Orderbook. Ich sehe hier, dass ich den Aktienkauf für BASF getätigt werde. Das war's für heute. Ich wollte sicher sein, wir sind diversifiziert in mein Portfolio. Ich habe mich dann für BASF entschieden, weil ich gesehen habe, K&S und auch das Unternehmen EON hat einiges an negativen News, die ich zurzeit nicht tragen möchte. Und weil wir schon so viele Wagen, Automobilaktien haben, hab ich mich dann schlussendlich für BASF entschieden. Ja, das war mein Aktienkauf heute. Ich hoffe, ich habe Ihnen wieder zeigen können, wie einfach es ist, ein diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen, wenn man langfristig investiert. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren eigenen Investitionen. Auf Wiedersehen.